Hallo und herzlich willkommen in Kakariko. Hier haben wir die letzte Folge beendet, aus irgendwelchen Gründen unter Impas Haus. Wo auch sonst, ich meine, was weiß ich. Ich weiß doch auch nicht, was mit mir los ist. Okay, bevor wir unsere Reise fortsetzen durch Hyrule, werden wir uns hier noch ein bisschen umsehen in Kakariko, würde ich vorschlagen. 4 Titanen sollen wir finden und, ja, befreien sozusagen von den düsteren Mächten Ganons. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Hi Dorian. Oh Gott. Das Problem ist, ich habe es euch ja schon gesagt, ich nehme Breath of the Wild jetzt immer ziemlich zeitnah auf. Das heißt, jetzt zum Beispiel ist es gerade Mittwoch. Genau, Mittwoch ist es gerade. Und am Samstag kommt die Folge. Und sowas mache ich ja normalerweise nicht. Das heißt, ich nehme immer in der Woche vor dem Samstag, nehme ich irgendwann die Folge auf. Und leider weiß ich dann nicht mehr, wie ich diese Leute vertont habe. Also für alle Leute, die das Ganze immer am Samstag gucken oder halt am Wochenende, ist es gar nicht schlimm. Wahrscheinlich habt ihr auch vergessen, wie ich es gemacht habe. Aber für die Leute, die sich das hier vielleicht in irgendwie 2 Jahren oder sowas reinziehen, an einem Stück und sich wundern, warum ich jedes Mal anders ausspreche, ich habe es mir dann einfach vergessen. Aber ich schätze mal, Dorian habe ich so gesprochen. In diesem Dorf findet ihr alles, was das Herz begehrt. Eine Kleiderboutique, einen Zutatenladen, einen Krämerladen, selbst ein Gasthaus. Und auf dem Hügel über dem Dorf gibt es sogar einen Schrein. Etwas weiter hinter diesem Schrein wohnt die Schutzgöttin unseres Dorfes. Sie soll wunderschön sein. Aber ich habe eine solche Ehrfurcht vor ihr, dass ich mich noch nie dorthin getraut habe. Manchmal segnet sie Leute mit bestimmten Kräften. Ihr solltet sie einmal besuchen. Genau. Und wir wollen uns hier ein bisschen... Was war denn das gerade? Wow, da war gerade voll der Grafikbug. Hat man das gesehen? Wir wollen uns hier jetzt noch ein bisschen umsehen. Und natürlich habe ich euch in den Kommentaren gefragt, was machen wir mit Maronus Rasseln? Und ja, ziemlich eindeutig habt ihr mir geschrieben auf YouTube in den Kommentaren oder halt auch per Facebook oder Twitter, habt ihr mir mitgeteilt, ich soll sie ihm doch wieder zurückgeben. Also das Ding mit Maronus Rasseln, wir geben sie mir jetzt zurück, von daher brauche ich euch nicht spoilern, was da der Kniff dabei ist. Einige von euch wussten das nicht. Und aber wie gesagt, ist auch egal, ihr werdet sehen, für was die gut sind oder eben nicht. Und deshalb, ja, reden wir mal mit diesem Kind hier. Pirko. Hunger! Hunger! Okay, alles klar. Dann, ja. Hi, was geht mit dir ab? Coco. Die heißt einfach Coco. Coco. Ich hoffe, es Inferno sieht diese Folge. Aber ich glaube nicht. Heute gibt es Spurt. Gemüsecremesuppe. Oh, Gemüsecremesuppe. Sie ist sehr nahrhaft und macht flink. Zumindest heißt es das. Einfach Spurt, Karotte, Steinsalz und frische Milch in einen Topf, etwas kochen lassen und fertig. Eigentlich müsste man das mal in echt nachkochen, ne? Karotte, Salz und Milch. Oh nein! Keine Spurtkarotten mehr da! Ich habe Pirko doch heute Spurtgemüsecremesuppe versprochen. Weißt du was? Ich hol dir welche. Ich danke dir. Ich brauche auch nur 1 Spurtkarotte. Ich warte hier auf dich. Außer wenn es dunkel wird. Dann gehe ich nach Hause. Ja, das dachte ich mir schon. Shit, es ist schon 6:30. Haben wir zufällig welche dabei? Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Ich hoffe, diese Nebenaufgabe können wir auch später noch machen. Hallo, hallo kleines Pferdchen. Weißt du was, den füttern wir gerade mal, wenn er hier schon so brav auf uns wartet. Ich hoffe, die Quest können wir auch später machen. Abends natürlich nicht, das habe ich jetzt schon verstanden. Aber vielleicht können wir es ja später machen. Oh, guck mal, hier ist eine Karotte abgebildet. Gibt es hier etwa Karotten? Das wäre jetzt zu geil. Naja, ich sehe jetzt gerade keine. Na gut. Hallo, was? Doch, es gibt welche. Geil. Aber reden wir erstmal mit den Typen. Gustin. Hey, Citra. Bist du auch nicht müde? Benehmen sich die Kunden sich anständig? Ist dir auch nicht kalt? Hast du schon gegessen?
Du sprichst mit mir, als wäre ich noch ein kleines Kind. Du brauchst dir keine Sorgen, um mich zu machen. Okay. So, hier ist also ein Shop und hier können wir Spurtkarotten kaufen. Ja, wir nehmen mal die eine. 16 Rubine, das haben wir gerade noch. So, was gibt's hier noch? Eier. Boah, ich glaube, Eier haben wir auch so schon, oder? Ja, Eier finden wir regelmäßig auf irgendwelchen Bäumen. Bockblindherzen. Wie die noch wabern. Haben wir auch schon einige. Ziegenbutter. Ich glaube, Ziegenbutter haben wir keine, weil die findet man nicht so einfach. Von daher machen wir mal alles kaufen. Wie viel kostet das? 60. Ja, komm. Gib her. Gut. Ja, ich bin ein toller Kunde. 5 Stück. Naja, immerhin. So, dann gehen wir wieder raus. Ich habe immer noch diese Kameraprobleme übrigens. Ich hoffe, das wird sich irgendwann... Willst du mich verarschen? Es ist noch überhaupt nicht dunkel. Oh. Naja gut, schauen wir uns weiter um. Was ist hier drin? Aber warte mal. Ich glaube ein Waffenladen, weil da oben sind Pfeile in dem Köcher. Oder in dem Topf oder was auch immer. Hi. Ein Kunde, welch seltener Anblick. Hier gibt es kaum noch junge Leute, die sich fürs Bogenschießen interessieren. Meine Pfeile sind Ladenhüter. Freut mich, so einen jungen Mann zu sehen, der sich fürs Bogenschießen interessiert. Sieh dich um, such dir in Ruhe was aus. Ich will verkaufen? Nee, eigentlich möchte ich gar nicht verkaufen. Nö, eigentlich nicht. Ja, ich komme bald wieder. So, Feuerpfeile und normale Pfeile. 5 Pfeile kosten 20 Rubine, ein Pfeil kostet 5. Wer rechnen kann, weiß, dass das 5er-Set etwas günstiger ist. Von daher nehmen wir doch mal die 5er und nehmen gleich alle. Es sind ja nur 2. Ja, nehmen wir mit. Die können wir immer gebrauchen. Und von den Feuerpfeilen nehmen wir auch gleich mal. Sind die auch so günstig im Vergleich? 80 Rubine. Boah, ist schon teuer. Aber deutlich günstiger als die normalen. Dann nehmen wir die auch mal mit. Warum? 160 Rubine. Ich meine, wir haben's. Ist okay. Oh, jetzt regnet es natürlich. 9 Stück, so ein Glück. Was sagt der, Gustin? Hm? Was ist? Sag mal, du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Ich erinnere mich. Du siehst aus wie der Ritter, der sich vor langer Zeit der großen Verheerung in den Weg gestellt hat. Genau der bin ich. Hi. Wie bitte? Du meinst, du wärst dieser Ritter? Die jungen Leute heutzutage machen wirklich alberne Scherze. Wenn du dieser Ritter wärst, dann müsstest du auch das heilige Bandschwert besitzen. Der große Ritter schmiedete ein Schwert aus einer Spurtkarotte. Er aß ausschließlich Spurtkarotten, um seinen Körper zu stehlen. Und er trank mit Vorliebe Spurtkarotten-Tee. Das hat mir zumindest mein Großvater immer erzählt. Also hör auf mit den Witzen und iss fleißig Spurtkarotten, damit du so groß und stark wirst wie der große Ritter. Und er... Wow, danke! Wofür habe ich denn gerade eine gekauft? Warum gibst du mir eine? Willst du Prügel? Nein, will ich nicht. Okay, gehen wir ins nächste Haus. Hier ist ein Mond zu sehen, von daher denke ich mal, dass das das Gasthaus ist. ZZZ. Oh, ein Gast? What the hell? Also ein normales Bett kostet 20 Rubine, ein Luxusbett 40, glaube ich. Ich weiß ja nicht so genau. Wir nehmen normales und pennen mal eine Runde. Stehen am nächsten Morgen auf und dann hoffe ich, dass Coco wieder an der Stelle am Lagerfeuer ist. Dann können wir ihm nämlich gleich die Spurtkarte geben. Oh, wie ärgerlich. Hätte ich jetzt gewusst, dass der mir eine schenkt, dann hätte ich natürlich keine brauchen kaufen. Ne? Ist ja logisch irgendwie. So, natürlich ist sie nicht da. Das ist ja... Hui, das ist ja herzallerliebst. Warum... Ich hätte auch einfach hier warten können. Okay, heute will mich das Spiel echt fertig machen. Ich will mich... Wenn jetzt gleich irgendwo noch eine Kiste hier in dem Dorf ist, wo ich, weiß ich nicht, 20 Feuerpfeile finde, dann muss ich echt weinen. Ah ja.
So, das ist jetzt wieder zu spät, weil es jetzt schon 21 Uhr ist. Dann gehen wir nochmal mittags. Machen wir nochmal mittags, dass wir Coco antreffen. So. Ja, da ist sie. Oder er. Da ist wahrscheinlich eher eine sie. Ja, Spurtkarotten, Spurtkarotten. Was ist das? Ich rieche Spurtkarotten. Reine Einbildung. Wäre auch eine geile Antwort. So voll der Assi. Vielen Dank. Ja, ja, auf geht's. Ich muss sagen, das ist mir wirklich gut gelungen. Hier bitte, dein Anteil. Spurtgemüsecremesuppe. Mach dich schneller. Man kann die Süße des Gemüses noch schmecken. Der reiche Geschmack kommt vom langen Köcheln. Ich werde weiter kochen, bis ich eine so gute Köchin wie meine Mutter bin. Schön, schön. Mach das. So, im Gasthaus waren wir. Da machen wir jetzt natürlich noch das, was Link immer am liebsten macht. Nämlich Töpfe kaputt. Oh. Alter. Oh. Holzpfeile. Ich hasse diese Stadt. Mann. Warum? Warum kaufe ich hier alles, was es sowieso überall umsonst gibt? Ich hasse mein Leben. Komm, Feuerpfeile. Ich wette, da sind Feuerpfeile drin. Ja, noch ein Holzpfeil. Geil, damit ich auch gar nicht umsonst eingekauft habe. Hey, cool. So, was ist hier in dem Haus? Wahrscheinlich noch mehr Feuerpfeile, ne? Okay, scheinbar ein ganz normales Wohnhaus. Dann will ich da mal stören. Ich möchte aber die Kisten kaputt machen. Die Kisten kaputt machen. Die Kisten, die eigentlich Vasen sind. Aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. So. Hallo? Okay. Weiter geht's, möchte ich sagen. Nachlaufen. Priko. Ach, die Schwester kocht. Priko hat Langeweile. Willst spielen? In Ordnung. Was spielen wir? Was spielen wir? Verstecken? In Ordnung. Priko versteckt sich. Aber wenn es Zeit fürs Abendbrot ist, gehe ich zur Schwester. Ja, ist ja klar. Das musst du ja auch. Spielkamerad für Priko. Ach, Gustin schon wieder. Deine Spurtkarotten wachsen toll. In der Tat, in der Tat. Meine Spurtkarotten baue ich für den Zutatenlad hier im Dorf an. Wenn du also Spurtkarotten kaufen möchtest, solltest du dem Zutatenladen einen Besuch abstatten. Außer du schenkst wieder welche. So, und wo ist jetzt Priko? Ah, Mist, den Apfel habe ich nicht bekommen. Hi! Melo. Ist das eine Frau? Pflaumenbäume überdauern geduldig den Winter, um dann im Frühling als allererstes zu blühen. Als Symbole von Beharrlichkeit und Fruchtbarkeit pflegen wir Chica sie, damit sie unser Dorf behüten. Diese Pflaumenbäume hat Impa am Tag meiner Geburt gepflanzt. Deshalb haben sie eine ganz besondere Bedeutung für mich. Ich wache jeden Tag über sie, damit ihnen nichts zustößt. Wow, hast du ein interessantes Leben. Melos Pflaumengarten, betreten verboten. Okay, was gilt es nicht für das Hühnchen da? Ich meine ja nur. So, wo hat sich jetzt dieses Gör versteckt? Wo hat es sich versteckt? Hallo? Okay, hier nicht. Jetzt müssen wir dieses Gör finden. Wo kann die denn sein? Kann die jetzt hier überall in Kakariko sein, oder? Also hier nicht. Hier, verrat doch mal deine Schwester. Ah, ein Butterapfel. Warum spreche ich dir jetzt so schlimm? Wie Mama ihn immer gemacht hat. Eines von Prikos absoluten Leibgerichten.
Dafür brauche ich dann einen Apfel und Ziegenbutter. Oh! Mir ist die Ziegenbutter ausgegangen. Ich bin eine schlechte Tochter. Ich mache alles falsch. Ich werde nie wie Mutter. So, hier, Ziegenbutter. Geil! Wuhu! Yeah! Okay, ja, ist klar. Warum rast du dich eigentlich so aus? Dankeschön. Sage ich schon mal. Ein Hauch von Butter zusammen mit der Süße des Apfels. Köstlich. Wenn du auch was möchtest, bitte sehr. Das Backen der Äpfel macht sie noch süßer. Abgerundet wird das Ganze dann von einer Schicht Ziegenbutter. Ich gebe mein Bestes, um eine bessere Köchin zu werden. So, so. Sag mir doch mal lieber, wo deine Schwester ist. Ich meine, wo kann die schon sein? Eigentlich, oder? Ah, je. Alle haben eine Quest für mich. Hier gibt's Kleider. Aha. Was gibt's hier? Lol. Das ist der Hühnerstall. Wow. Lebt mit seinen Hühnern zusammen. Cool. Aber wo ist denn jetzt Priko? Oh, hat sie sich nur versteckt. Hm? Hohohoho. In unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Du bist aber nicht einer von den Jäger, oder? Hohoho, war nur ein Scherz. Du brauchst nicht so ernst aus der Wäsche zu schauen. Diejenigen, die der Verheerung Ganon ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich Ganon entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztens sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gerade noch einschätzen. Nimm mir den kleinen Scherz nicht übel. Vielleicht kann ich es hiermit wieder gut machen. Rüstungskürbis. Geil. Und das hier ist Kakarikos Spezialität. Ein Rüstungskürbis. Ich habe ihn mit großer Hingabe... Ach Mann, ich habe ihn mit Hingabe großgezogen. Probier mal. Wenn du mehr wissen willst, komm gerne jederzeit bei meinem Feld vorbei und frag mich. Ja. Können wir irgendwann mal machen. Aber jetzt möchte ich ehrlich gesagt erstmal Priko finden. Priko, wo bist du? Wo ist sie denn? Hallo, Herr Huhn. Hat sich vielleicht in dem Haus da versteckt? Die Frage ist, warum laufen hier eigentlich überall Hühner rum? Nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist vielmehr, wo kann sie sich überall versteckt haben? Kann sie auch außerhalb des Dorfes sein, irgendwo? Ich geh mal hier hoch. Vielleicht zählt das... Ja, vielleicht zählt das hier noch dazu. Auch hier ist ein Huhn. Hier ist der Schrein. Taronihi-Schrein. Den wollte ich ja in dieser Folge noch machen, ne? Ah, wir kommen schon wieder... Ich glaube, wir kommen wieder in eine sehr, sehr lange Folge hinein. Ja, so groß ist ja Kakariko nicht, ne? Ich glaube nicht, dass sie so weit rausgelaufen ist, ehrlich gesagt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee, weil hier wird Kakariko auch wieder angezeigt, so als würden wir gerade die Stadt betreten. So. Gucken wir mal, ob sie hier ist vielleicht. Was auch immer das hier für ein Steinhaufen ist. Und hier hat man einen schönen Blick auf Schloss Hyrule. Was mache ich denn? Nett. Nettes Thumbnail eigentlich, ne? Ja. Aber wo ist Priko? Kann ich hier wieder einen Pfeiler gattern oder einen Krog oder so? Ach, leider nicht. Diesmal leider nicht. Ein Pfeil. Quatsch. Ich rede ein Bullshit manchmal. Unfassbar. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo Priko sein könnte. Doch, ich habe eine Ahnung.
Ja, hallo. Vielleicht ja hier? Ich fände das Versteck gut. Gibt's dahinter vielleicht noch ein Versteck? Wisst ihr, was das hier... Ich wusste es. Ich wollte gerade noch sagen, das wäre ein saugeiles Versteck für eine Kiste. Und da ist er auch schon. Machen wir das mal so. Wow. Okay, es ging fast schief, aber zum Glück nur fast. Und dann komm mal her, du Kistchen. Jetzt bin ich mal... Upsa. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da drin haben. Ein Sanjin-Langschwert. Ein traditionelles, einschneidiges Schwert des Shika-Stammes. Sollte eine Fliege es wagen, auf der Klinge zu landen, würde sie in zwei Teilen zu Boden fallen. 32er Stärke. Dafür schaffen wir doch gerne Platz. Dann werfen wir mal die Axt weg. Und nehmen das Langschwert mit. 32. Mein lieber Mann, du. Das hat sich ja gelohnt. Haben wir noch irgendwelche Kisten im Boden? Theoretisch könnten wir natürlich auch den Shika-Sensor benutzen, um Kisten ausfindig zu machen. Den haben wir mittlerweile. Ja... Ich frag mal ihn hier, was abgeht. Verzeihung, reist du ebenfalls? Fragt Kangis. Mein Herz schlägt für die Malerei, musst du wissen. Auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt. Ich habe gehört, dass sich in diesem Dorf eine Quelle einer großen Fee befinden soll. Angeblich ist diese Quelle nicht nur eine Augenweide, sondern verleiht auch geheimnisvolle Kräfte. Mehr wollten die anderen mir aber nicht verraten. Weil ich so lange auf Reisen war, behandeln sie mich wie einen Fremden. Aber das schreckt mich nicht ab. Wenn ich etwas herausfinde, lasse ich es dich wissen. Schönes Bild, oder? Hoppala. Hier einmal die Zeichnung. Und hier das Original. Schon okay, würde ich behaupten. Naja gut, dann sprechen wir mal mit dem Typen hier. Link? Die Hühner. Meine süßen Hühnerlein. Sie sind verschwunden. Seit meine Frau sich aus dem Staub gemacht hat, sind sie die einzigen Seit meine Frau sich aus dem Staub gemacht hat, sind sie die einzige Freude in meinem Leben. Die kommen wieder. Das dachte ich bei meiner Frau auch. Und die ist immer noch nicht da. Ja. Lieben selbst die Hühner mich nicht mehr. Ach, ihr lieben Hühnerlein. Oh Gott, okay, ich suche sie ja schon. Alter. Insgesamt 10 Hühner waren es. Okay. Und wir haben hier, wie viele? 3. Oh Gott. Alles klar. Mist. Ey, ich hab dich gefunden. Nicht dich, aber dich. Hallo, gefunden. Doofkopf. Voll die Spielverderberin. Ich habe sie gerade gefunden. Da will sie natürlich nicht mehr spielen. Oh, warte mal. Hallo, Herr Huhn. So. Die Hühner sammeln wir jetzt mal ein. Ach, fuck. Nein. Ja, alles gut. So. Ich hoffe, es zählt. Nur 4 sind da. Okay, es zählt. Ich hoffe, das Huhn fliegt da jetzt nicht raus, weil es da so draufsteht. Habe ich natürlich toll gemacht. So, was geht denn hier überhaupt ab? Was quatschst du mich denn die ganze Zeit an? Himba. Die Boutique 2 Früchtchen heißt sie willkommen. Besuchen sie. Oh, hui, du gefällst mir. Genau mein Typ. Lol, wie er geguckt hat. Und dann trägst du auch noch einen Shika-Stein am Gürtel. Moment mal. Ein Shika-Stein? Die Gesichtsausdrücke, ey. Das ist doch ein tolles Ding, das nur ganz wichtige Leute haben. Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber bist du irgendwer ganz Wichtiges? Kann das sein? Oh, kann man so sagen. Wie lustig er geguckt hat, also voll verschämt. So, ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf. So, hier ist das andere Früchtchen. Oder wie darf ich das verstehen? Wir verkaufen hier Mode der Marke Clarko.
Wer modisch aktuell sein will, kommt um unser Sortiment nicht herum. Besonders der Ninja-Anzug dort ist der Renner der Saison. Wir kaufen auch Gebrauchtes an, also sag einfach Bescheid, wer ich dir helfen kann. Okay. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Nicht schlecht, was? Das ist ein exklusives Gewand der Boutique Zwei Früchtchen. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung nicht besonders hoch. Klitzekleiner Nachteil. So, Ninja-Anzug. 700 Rubine. Dieser Anzug der Shika ist eine Spezialanfertigung für geheime Aufträge. Verursacht auch bei schneller Bewegung nicht das geringste Geräusch. Ninja-Maske. Sieht wie eine normale Stoffmaske aus, unterdrückt aber mit Shika-Technologie das Rauschen der Kleidung. Ideal für Geheimmissionen. Und die Ninja-Hose. Der mit antiker Technologie hergestellte Stoff dieser Hose ermöglicht den Shika geräuschlose Fortbewegungen, ohne auch nur das leiseste Rascheln. Leider alles viel zu teuer. Wie sieht's hier aus? Na, das ist schon besser. Hylia-Hose. Traditionelle Beinbekleidung in Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um die Beine und ist gleichzeitig widerstandsfähig genug für Reisen. Hylia-Gewand. Robustheit und hohe Beweglichkeit machen dieses Gewand bei Reisenden in Hyrule beliebt. Und die Hylia-Kapuze. Eine Kapuze aus festem Stoff, die nach alter Hyrule-Tradition gefertigt wurde. Schützt Reisende vor Wind, Wetter und Sonnenbrand. Naja, ist mir alles ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Und deshalb nehme ich erstmal etwas Abstand davon, hier sowas zu kaufen. So leid es mir tut. Stattdessen holen wir uns noch ein paar Hühner und bringen die zu unserem Freund. Die Hühner gleiten so wunderbar. Die gleiten sogar besser als unser Gleiter. So, wo war noch ein Huhn? Da oben war doch noch eins, ne? Da stand eins auf dem Dach irgendwo. Und ein anderes war noch in irgendeiner Scheune. Da drüben war doch ein Huhn. Ja, genau. Und auf dem... Ach, Kacke. Okay, das könnte ein bisschen kompliziert werden. Auf dem Pflaumengartenfeld war doch auch eins. Upsa. Voll weggeschmissen. Da war doch auch eins, ne? Das ist nicht gut. Nabis. Hohoho, macht er wieder. Da, habt ihr es gesehen? Also nicht die Sternschnuppe, die meinte ich gar nicht. Die meinte ich tatsächlich gar nicht. Ich meinte was ganz, ganz anderes. Oh Mann, bei Regen kann man nicht klettern, weil das Spiel kacke ist. So. Es geht trotzdem, aber man rutscht halt regelmäßig ab. Dann ist hier ein Huhn drauf. Ich glaube ja, es hackt. So. Dann war noch eins in diesem Unterschlupf. Upsa. Und hier war auch noch eins. Komme ich da jetzt drauf? Ist die vielleicht im Bett, die das hier bewacht hat? Ja, ne? Okay, perfekt. Upsa. Wer ist denn da? Jetzt hör mir mal gut zu. Meine Frau... Ach, das ist ein... Ah... Meine Frau liebt diesen Pflaumengarten. Du kannst nicht einfach so darin rumtrampeln. Ja, sorry. Psst, psst, psst. Okay, alles klar. Hat er nicht gesehen. Okay. Sorry, aber ist ja für einen guten Zweck. Sonst hat ja der Typ hier drüben... Sag mal, reden die eigentlich nicht miteinander in so einem kleinen Kaff? Ich meine, er könnte ja auch einfach... Okay, das ist scheinbar ein Reisender. Eine Reisende. Brokkola. Aha. Die Frage ist doch... Untersuchen. Ein schöner Kürbis. Wenn du ihn einfach mitnimmst, gerätst du in Schwierigkeiten. Komm wieder, wenn der Besitzer da ist. Wow, es interessiert ihn doch sonst auch nie und er nimmt alles mit. Oder? Oder sehe ich das falsch? Sonst ist Link doch auch der größte Kleptoman in ganz Hyrule.
Naja, ah, da vorne das, genau. Ist das jetzt schon das letzte Huhn? Hallo, Herr Huhn. Na, wie geht's? Du siehst sehr lustig aus. Und du hast auch keine Berührungsängste, wie es ausschaut. Weil ich glaube, ein wildes Huhn... Obwohl, ein wildes Huhn wäre auch nicht unbedingt weggerannt. So. Hi, Bugri. Ich habe gehört, dass es auf dem Berg in der Nähe des Dorfes eine besondere Quelle geben soll. Bevor du irgendwelche Berge besteigst, solltest du dich auf jeden Fall mit ausreichend Verpflegung eindecken. Übrigens, ich biete auch einiges zum Verkauf an. Tolle Sachen, die ich auf meiner Reise aufgesammelt habe. Hier, ich pack mal etwas seltenere Ware ins Programm. Als Ausgleich für das vermaledeite Wetter. Das lauter Fit-Zeug. Ja, brauche ich nicht. Nö, alles gut, dankeschön. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn er? Wie viele Hühner haben wir denn? Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hühner. Ist drin noch eins? Leider nein. Das heißt, uns fehlt noch ein Huhn. Ah, ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Ich weiß es. Das war doch hier oben, oder? Jawohl. Hallo. So. Und tschüpp. Entwischte Hühner. Neuer Eintrag. Ja. Wo ist denn der Typ? Ach, da vorne, oder was? Upsa. Steht er hier rum? Hi, Kado. Ja, in letzter Zeit verhalten sich die Jäger höchst verdächtig. Ja, ja, ja. Aber was viel wichtiger ist, Link, höre ich da etwa Hühner mit ihren weichen Flügeln schlagen? Heißt das etwa... Junge, ich hab sie! Ich wusste es! Die sanften Laute ihrer weichen Flügeln, ihre süßen Stimmen, die das Herz erwärmen. Ich muss zu ihnen. Sofort. Ich bin überglücklich, dass sie alle in Sicherheit sind. Ich bin dir zu Dank verpflichtet, Link. Es ist deiner Tat nicht angemessen, aber bitte nimm das hier als Belohnung entgegen. Ja, ist okay. Das gibt mir Kraft und erfüllt mich mit neuer Zuversicht. Ach, würde meine Frau doch auch wie diese Hühner wieder nach Hause zurückkehren. Ja, vielleicht finden wir die ja auch irgendwo. Vielleicht finden wir die ja auch irgendwo und tragen sie mit nach Hause. Das kann ja auch sein. So, dich stellen wir jetzt mal unter, würde ich sagen. Es ist ja auch kacke, wenn du hier die ganze Zeit im Regen rumstehen musst, oder? Lieber M-Kuchen. Oder Marmor K. Ne, Marmor K hieß du. Ja, ja, ich weiß, du willst in der Stadt nicht laufen. Das gebietet die Höflichkeit. So, dann bist du mal hier ein bisschen geschützt. Viel Spaß. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Warum rennt er eigentlich die ganze Zeit durch den Regen? Entschuldigung. Ich dachte, er frisst jetzt noch mehr Karotten. Schade eigentlich. Ich dachte, er frisst jetzt das ganze Feld leer und am nächsten Tag können wir mit dem ganz bestürzten Karotten-Heini reden. Naja, ich gehe schon mal da hoch, würde ich vorschlagen. Damit ich auch weiß, was wir in der nächsten Folge machen wollen. Dann gehen wir nämlich wirklich in den Schrein. Hatten ja jetzt doch viel zu tun. Hühner sammeln und so und mal kleine Quests machen. Versteckspielen haben wir leider nicht geschafft. Oder sagen wir so, Priko hat gewonnen, denn sie hat sich sehr gut versteckt, sodass wir sie nicht gefunden haben.
Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann diesen Schrein, was auch immer sich darin verbirgt. Und können dann, wenn ich mich richtig erinnere, halt, wo war das? Ja, können dann ein weiteres Zeichen der Bewährung haschen und damit ein neues Herz oder mehr Ausdauer. Ich wäre für die Ausdauer. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr wollt. Neues Herz oder Ausdauer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und mit einem Blick auf Kakariko bei Nacht verabschiede ich mich von euch und von dieser Folge. Also, bis nächstes Mal hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao.